Und noch eine kleine Ausnahme. Und zwar die Leute, die mich abonniert haben, aber nicht die 20 Abonnenten haben, dürfen trotzdem mitmachen, aber sie müssen trotzdem es aufnehmen. Hey, liebe Minecraft-Freunde, und willkommen zu meinem 200-Abonnenten-Special. Erst einmal, bevor das Video beginnt, wollte ich mich natürlich für euren Support bedanken und für die kurze Zeit, dass wir in dieser kurzen Zeit die 200 Abonnenten geknackt haben. Ich habe mit YouTube am September angefangen und jetzt ist schon mittlerweile Januar. Wir haben schon die 200 Abonnenten, Leute, also das hätte ich mir jetzt auch nicht so schnell erdacht. In meinem 200-Abonnenten-Special geht es um Varu. Ja, Varu hört richtig. Es gab zurzeit ja ein YouTuber-Event namens Varu. Ich hoffe, ihr kennt alle das Prinzip von Varu. Und zwar, man ist in der Multiplayer-World, muss da um sein Überleben mit einem Teampartner kämpfen. Und wenn man einmal stirbt, ist man für immer raus. Ja, das wären dann so das allgemeine Spielprinzip, wenn ich es mal so kurz erkläre. Und ihr könnt mitmachen. Die Bedingungen wären, ihr müsst einen YouTube-Kanal ab mindestens 20 Abonnenten haben, wo ihr Varu hochladen könnt. Denn letztes Varu, als ich es hochgeladen habe, gab es leider Hacker und das wollen wir diesmal vermeiden. Deswegen müssen die Leute, die mitmachen wollen, auch aufnehmen. Das heißt, wer nicht aufnimmt, bekommt auch einen Strike. Und wer in der Folge, die er nicht aufgenommen hat, richtig viele Dias findet, zählt das bei uns als Hacking und man fliegt dann aus dem Projekt. Wenn ihr die ganzen Bedingungen bis jetzt erfüllt, könnt ihr euren Minecraft-Namen in den Chat schreiben, die von eurem Teampartner, euren Teamnamen und euren Skype-Namen und den am besten von eurem Teampartner. Dann kann ich euch in eine Skype-Konfi hinzufügen. Ihr solltet auch als Status Varu nehmen, damit ich es auch erkennen kann, dass ihr es seid, wenn zum Beispiel jemand den Skype-Namen Marius hat und es gibt viele Skype-Namen, die Marius heißen, kann ich es an dem Status erkennen. Ich werde auch in Varu natürlich die Spielregeln besser erklären, wenn ihr in der Konfi seid, in der Skype-Konfi. Ja. Und noch eine kleine Ausnahme, und zwar die Leute, die mich abonniert haben, aber nicht die 20 Abonnenten haben, dürfen trotzdem mitmachen, aber sie müssen trotzdem es aufnehmen. Das wär's dann mit meinem 200-Abonnenten-Special. Ich hoffe, euch hat's gefallen und tschüss.